Schlecki Silberstein ist heute zu Gast im Neo Magazin Royal. Ein kleiner Applaus ist das schon wert. Aber das Rundfunk-Weltorchester ist heute Abend auch zu Gast. Mit Ali Neumann wird gespielt. Ali Neumann aus Berlin? Kennst du? Sagt ja, du was? Ja, ja, ja. Heute Abend mit ihrer Single Monster wird fantastisch. Und vor allen Dingen ist Schlecki Silberstein zu Gast. Du bist der Mastermind hinter dem Bohemian Browser Ballett. Das ist sein erster großer Fernseher, also was ist großer Fernseher? Erster Online. Also hier. Ja, heute Abend ist Fernsehen mal was ganz was anderes. Da musst du dir was anderes anziehen. Ich war schon mal in der Pierre M. Krause Show, mein Lieber. Sagt mir gar nichts. Liebe Grüße. Du, wir müssen kurz für die Statistik einen Bewertungsbogen ausfüllen. Oh ja. Das will das ZDF haben. Das ist wahnsinnig viel. Du bist ja bei Funk. Genau. Ist da auch Bürokratie so ein Hindernis? Leidet ihr auch sehr unter der Bürokratie von Funk? Oder ist das? Nö, gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Nö. Also Name ist Schlecki Silberstein. Richtig. Schlecki Silberstein. Silberstein. Sternzeichen, da geht's schon mal los. Waage. Waage, oh, ein ausgeglichener Mensch. Genau. Ein ausgeglichener Mensch. Guck mal hier, siehst du das, meine Knöchel? Schauen Sie mal, meine Damen, es fällt mir gerade auf, wo ich hier schreibe. Gucken Sie mal. Ich hab einen Neonazi totgeschlagen. Und das, das ist davon, das hat das Schwein mir an meinen Knöcheln hinterlassen. Das gibt's doch gar nicht. Ich überlege, die Angehörigen anzuzeigen. Wegen Körperverletzung. Nee, ich hab so Knöchelverletzung. Sieht aus wie in einer Schlägerei. Möchte aber nicht darüber sprechen, was es wirklich war. Ja, man braucht immer eine Story zu sowas. Ich hab ja. Was hast du? Irgendwie einen schiefen, abgebrochenen Nagel? Oder? Ja. Du hast was auf deine Hand geschrieben. Ja, Jan Böhmermann heißt der. Heute Abend nicht vergessen. Dankeschön. Nee, was steht da? Weiß ich nicht. Ja. Wie bewertest du die Gesamtleistung des Moderators? Bist du im Talk genug zu Wort gekommen in der Sendung? Oder hättest du mehr gern gesagt? Nö, war sehr gut, war angenehm. Angenehm, schreibe ich mal auf. Angenehm ist ganz schön. Also aber befriedigend. Also muss man in Noten... Befriedigend. Okay. Wie würdest du deinen Tag beim Neo-Magazin in einem Social-Media-Post beschreiben? Das ist also, damit er auch geteilt wird, würde ich sagen... Skandal. Skandal. Morddrohung. Jens Spahn. Skandal, Morddrohung, Jens Spahn, alles klar. Wo ist eigentlich Jens Spahn? Wir haben den so ein bisschen vom Radar verloren. Der ist irgendwie verschwunden. Der war jahrelang an erster Stelle irgendwie, wenn es um peinliche Sachen im Netz ging. Jetzt ist er irgendwie so ein bisschen weg. Na, die tauschen ja durch. Also aktuell ist ja der Amthor der Furzbär, der überall rumrennen darf. Den finde ich auch deutlich geiler. Also Amthor? Ich finde irgendwie, das habe ich letztens gelesen, der Benjamin Button der CDU, das ist ja schon fast kein Witz mehr, das ist ja auch schon so aufgefallen. Aber das ist, ich finde den geil im Sinne von, er macht ja alles richtig. Die ersten Philipp Amthor-Fans verlassen empört das Publikum. Warum, ganz kurz mal, warum haust du jetzt an dieser Stelle gerade ab? Was ist der Grund, warum du jetzt gehst? Du gehst, die Sendung dauert original 45 Minuten, du hältst nicht aus, 45 Sekunden mal kurz Pibi drin zu halten. Nee, geh ruhig, geh ruhig. Was sind das für Leute hier? Damit, Publikum habt ihr nicht bei Bohemian Browser Ballett? Nee, haben wir nicht. Nee. Zum Glück, ey, das ist die Pest. Also diese Woche toll. nein, diese Woche, ehrlich, diese Woche, nee, ihr seid alle super, nur er ist ein absolutes Arschloch. Aber Publikum ist wirklich echt immer schwierig. Nee, aber Philipp Amthor, der saß hier auf diesem Platz, so ein bisschen spürst du vielleicht noch seine schwere Aura. Ja. Wir haben überlegt, ob wir ihn fragen sollen, ob er pumpt. Aber haben dann überlegt, ob wir die Frage, dann haben wir dann doch rausgestrichen in letzter Sekunde. Ich glaube, es ist ein echter Pumper. Der macht richtig McFit. Drei Abos hat er von drei McFits gleichzeitig. Naja, was man ja, also was ich mal von ihm gehört habe, ist, dass er früher in McPom häufiger von Nazis verkloppt wurde. Mhm. Ich glaube nicht nur von Nazis. Ja, aber also, ich habe auch mal irgendwann gesehen, er macht einen drahtigen Eindruck. Ja, das ist richtig. Und er hat tatsächlich, was ich ihm zugute halte, einfach den Mut, ich glaube, eines 26-Jährigen, sich da hinzustellen und einfach einen Fick auf alles zu geben. Ja. Also ich glaube, der hat relativ früh gelernt, den Fick auf alles zu geben und sein Ding durchzuziehen. Ich meine, fand ich, der Witz ist ja, also konservativ sein ist ja der neue Punk im Prinzip. Ja. Also, naja, also ich finde, so wie er es macht, ich wüsste jetzt niemanden, der mehr Punk ist als er. Also wirklich mit 26, du bist halt, du bist jung und du willst irgendwie opponieren gegen irgendwas und dann guckst du dir halt so ein relativ liberales Umfeld an, dann wirst du so. Wo gibt es denn in Mecklenburg-Vorpommern ein relativ liberales Umfeld? Ja, da nicht mehr. Ja, das ist, genau. Naja, aber trotzdem, liebe Grüße an Philipp Amthor, wenn er uns zuschaut, ist finde ich, auch ein... Ist ein prima Kerl. Ganz lieber. Man muss ja nicht mit ihm übereinstimmen. Es geht ja da geht's um Menschlichkeit. Du hast 17,50 Euro. Wie teilst du sie unter Bohemian Browser Ballett und dem Neo Magazin Royal auf? 50-50. Das finde ich fair. Aber wir sind wesentlich teurer als ihr. Ihr habt doch da bloß eure Laptop-Kamera und macht da eure Internetsachen. Wir haben 1, 2, 3 Kameras. 1000 Leute hier, Orchester. Turkmenistan ist zur Hälfte mit dabei.
Ja. Wofür braucht ihr denn das ganze Geld? Für meine Maske. Okay, alles klar. Okay. Letzte Frage. Welchen Titel sollten wir diesem Teaser geben, damit er auf YouTube gut geklickt wird? Wut, Skandal, Philipp Amthor. Das reicht aber, glaube ich, noch nicht. Das ist das, was vor dem Spiegelstrich kommt. Stimmt, genau. Oder Doppelpunkt. Und jetzt kommt... So werden sie irgendwie... Keine so, genau, so sollte ich auch irgendwie... So dreist... und dann Jens Spahn. So dreist. So dreist Jens Spahn. Alles klar. Heute Abend zu Gast im Neo-Magazin Royal. Christian Brandes, a.k.a. Schlecki Silberstein. Live-Auftritt von Ali Neumann mit dem Rundfunk-Tanzorchester. Und wenn Sie Selbstbefriedigung und Gott gut finden, heute Abend ist Ihre Sendung. Hashtag der Woche lautet Spargel verpflichtet. Das hier ist unsere Social Media, unsere Emoji-Box. Er ist rechtzeitig zum Drücken des Emoji-Knopfs wieder da. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt musst du eine Emotion drücken, um wie dir die Sendung gefällt oder allgemein, was du fühlst. Das Idioten-Smiley, normal lachen, Augenverdreh-Smiley oder das Smiley mit zwei weißen Pimmeln in der Nase. Komm. Das Idioten-Smiley. Freuen Sie sich auf heute Abend, das Neo-Magazin Royal um 20.15 Uhr in der ZDF-Mediathek, um 22 Uhr noch was in ZDF-Neo, linear nach der heute Show in der Wiederholung. Da sind wir immer für Sie parat. Und morgen Abend am Freitag, Nacht um... weiß ich nicht, 3.50 Uhr oder sowas, sind wir auch noch mal im ZDF-Programm. Bis später, Christian Brandes, a.k.a. Schlecki Silberstein, Ali Neumann heute Abend. Wir zählen auf Sie. Ciao!